Zeitpunkt des Todes auch vor 5 bis 7 Tagen. Gut, niemand hat den Wagen reinfahren oder jemanden wegfahren sehen. Deswegen suchen sich Verbrecher gerne Baugelände aus. Wow, oh, so einen hatten wir noch nie. Echt, Bones. Ist der Kranich ein bisschen zu fleischig für dich? Ehrlich gesagt ist das einzige Fleisch hier an dem Körper dieses Gewebe, das du hier siehst. Ganz schön aufregend, was? Ich habe schon sehr viel darüber gelesen, doch sehen konnte ich sowas noch nie. Die Leiche ist auf 2 verschiedene Arten verwest, weil sie 2 verschiedenen Klimaverhältnissen ausgesetzt war. Willst du damit sagen, er wurde aus Florida hierher gebracht? Sie spricht von Mikroklimata. Sowas kann entstehen, wenn in einem kleinen Gebiet 2 total unterschiedliche Milieus nebeneinander existieren. Seine Hosentaschen sind nach außen gestülpt. Sein Hemd ist etwas aufgerissen. Da hat jemand sicher was Bestimmtes gesucht. Ich denke mal nicht, dass es ein Ausweis war. Alles, was wir gefunden haben, siehst du hier. Ach, Todesursache? Naja, es ist nur etwas früher, aber eine natürliche Ursache schließe ich aus. Ja, das denke ich auch. Ja, natürlich. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass es sich hierbei nicht um Mord handelt. Gut, und was haben wir hier? Ha? Werkzeugkiste, ein paar Spraydosen. Oh, ho, ho. Ladies and Gentlemen, Jackpot. Eine abgesägte Schrotflinte, das ist die alte Schule. Alte Schule, ganz genau. Winchester Modell 12. Anscheinend wurde die Seriennummer abgefeilt. Hey, untersuchen Sie das mal auf Fingerabdrücke. Auf das Opfer wurde mindestens 2-mal geschossen, nicht mit einem Gewehr. Das Projektil hat die 5. und 6. Rippe auf der rechten Seite getroffen. Sieht aus, als ob jemand die Projektile rausgezogen hat, damit sie nicht identifiziert werden können. Ja, es ist noch zu früh, aber ich würde Selbstmord ausschließen. Selbstmord ist schon deshalb nicht möglich, weil die Geschossbahn der Kugel durch den Rippenknorpel gegangen ist. Du hast recht, du hast absolut recht, ich geb's zu. Gut, dann seht mal zu, dass der Klimamann ins Jeffersonian kommt. Das war ein Scherz für uns. Naja, jetzt weiß ich das nicht.